Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Addams Family. Wow. Wow. Beim letzten Mal haben wir es in diese tollen Höhlen. Hängst an der Decke fest. Machst du nix, hängst an der Decke fest. In diese tollen Höhlen hier reingeschafft, nachdem wir, ich glaube, alle unsere Familie mit, also außer Frau, die Frau habe ich nicht gesehen. Die Großmutter habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wessen Großmutter. Aber wir haben eine Großmutter gesehen. Wir haben unsere Tochter gerettet. Und den Sohn und den Bruder. Das ist alles, was ich weiß. Hand war, glaube ich, immer da und der Frankenstein? Selbst. Oder was auch immer er ist, der da bei der Hand abhängt, den hatten wir auch. Dachte, ich kann es retten, indem ich noch auf den Schädel springe, aber nein, kann ich nicht. Warum hängen da Herzen? Ah. Na toll. Nein. Geht doch. Easy. Achso, ja, die haben wir gerettet. Frau hat er bisher nicht gefunden. Stilpunkte, sehr gut. Gott. Es bleibt dabei, ne? Die haben von Ocean echt noch nicht gehört. Weniger ist manchmal mehr. Auch diese 2 Millionen Gegnerchen hier. Es ist nicht witzig. Ich hätte ich hätte mich nicht drauf einlassen sollen, aber mein Motto ist, wenn gespendet wird, wird das Spiel auch gespielt. Relativ zeitnah. Was halt bedeutet, ne? Natürlich knall ich nicht noch mehr. Oh mein Gott. Ah, Menno. Mehr Projekte rein, als ich gerade schon mache. Es sind ja meistens 3 oder 4 am Laufen, wenn man so will. Und das reicht dann auch irgendwann. Also das hier. Denke, das hier wird erscheinen nach Tales of Arise 2.10.11. Was auch immer. Sollte ich nicht meine Frau finden? Nicht Geld? Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, wird nach Tales of Arise wahrscheinlich erscheinen, weil ich glaube, dass das ein Ticken weniger lange noch läuft als Suikoden. Aber naja. Ja, okay. Cool. Achso, ich muss auch Pause wieder aufheben. Okay. Kann ich? Also gut, es muss der Kopf sein. Könnte man ja auch mit einem Degen hinkommen? Wenn ich immer 2 HP abziehe, pro Herz, was ich opfere, würde das sogar Sinn machen. Aber jetzt habe ich 2 Herzen geopfert, das ist weniger schick. Wow. Also muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig spielen. Was man ja scheinbar in diesem Spiel die ganze Zeit machen muss. Oh mein Gott, das war aber eng. Okay.
in der Theorie beim nächsten Treffer könnte ich einfach durchziehen. Yes! Yes! Und werden auf 69. Gut gemacht, mein Liebling. Du hast die Familie, nee, das Familienvermögen gerettet und Fester ist wieder, was auch immer das Fold ist, hingegangen. Ja, ich hatte sehr viel, ich hab viel Freude dran, das Ganze nochmal zu untersuchen. Na klar. Wofür stelle ich Deutsch ein, wenn es auf einmal Englisch ist? Unhappy Darling. Achso, unglücklich Liebling, ja, vollständig. Ah ja, ja, okay, hahaha, ha, ha, also, ne? Ein anderes Pärchen. Es sind nur 6 Minuten. Hm. Ich werde es wohl an den anderen Part dran schneiden. Also an Part 4. Ja, bye bye. Winke, winke. Ich, boah, meine Hand tut weh, ey, ohne Scheiß. Warum hast du das so programmiert, James Higgins? Vor allen Dingen die Eisphysik? Warum hast du es durchgehen lassen, dass so viele Gegner auf einem Bildschirm sein können? Warren! Keine Ahnung, welche deine zusätzlichen Grafiken waren, aber wahrscheinlich Spikes! Ja gut, jetzt lassen sie die Credits laufen. Dann kann es ein eigener Part werden. Sound Effects und so waren okay, Jonathan. War okay. Da habe ich nicht ganz so viel zu meckern. Warum habt ihr gesagt, das ist okay so? Ich meine, gut, ja, SNES-Zeiten. Ich weiß, SNES ist so ganz schwer. Aber weiß ich nicht. Connector? Was? Fotografien? Also ich glaube, Fotografien kann jetzt Boxart und so sein oder was, aber ansonsten? Keine Ahnung. Oder tatsächlich Real-Life-Fotografien, ich weiß es nicht. Das Ende. Ja, das Ende. Ich muss mich mal entscheiden, aber wir gucken mal. Ich hoffe, es hat gefallen, dass ich meinen halben Verstand hier wieder hab lassen musste. Aber okay. Bis zum nächsten Mal. Zu einem anderen Retro-LP.